Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. In den letzten beiden Folgen haben wir uns das Finale der Quest- oder Missionsreihe rund um Ariel Hansen angeguckt. Wir haben das Ganze abgeschlossen und werden in den folgenden zwei Videos das Ganze nun mit der Questreihe rund um Gabriel Tosh machen. Interessant dabei finde ich, dass man die Mission, für die man sich nicht entschieden hat, die konnte man hier in dem Missionsarchiv zwar anwählen, aber man bekommt dafür nicht die Belohnung, die man normalerweise bekommen hätte. Also man bekommt nur einmal die Belohnung für die Karte, für die man sich entschieden hat. Bei der anderen kann man zwar sehen, was man da bekommen würde. Hier steht auch Protoss-Forschung, aber man kann die nicht zusätzlich noch einheimsen, was ein bisschen schade ist, aber ist halt so. Deswegen ist es auch nicht weiter schlimm, dass wir das in der Reihenfolge gemacht haben, in der wir das gemacht haben. Wenn wir das nämlich nicht tun, sondern die andere Mission nur über das Missionsarchiv dann auswählen, dann haben wir nicht die Möglichkeit, die Reaktion jedes Charakters auf diese eine Map, die wir nicht ausgewählt haben, zu sehen. Und deswegen finde ich das eigentlich gut so, wie wir das gemacht haben, wie wir das gehandhabt haben. Und das machen wir hier beim bei Tosh genauso. Wir werden jetzt vorher nochmal speichern, zur Sicherheit. Und werden dann Neu-Folsom ansteuern. Neu-Folsom ist ein berüchtigtes politisches Gefängnis, wo die Gegner der Liga auf Eis gelegt werden. Seine abgelegene Lage sowie die lebensfeindliche Umgebung machen eine Flucht aus dem Gefängnis so gut wie unmöglich. Und das ist ziemlich cool, denn da können wir auf jeden Fall auch Unterstützer gegen das Regime von Mengs gewinnen, auch wenn die wohl ziemlich radikal sein werden. Schauen wir uns das Ganze an. Neu-Folsom ist reif, Mann. Jeder, der sich jemals gegen Mengs gehoben hat, wird da drin gefangen gehalten. Wenn wir alle Gefangenen freilassen, würdet ihr nicht mal wissen, wie ihm geschieht. Sag mir Bescheid, wenn wir loslegen können. Ist halt die Frage, wen oder was wir da freilassen. Ich glaube, den einen oder anderen wollen wir eigentlich nicht freisehen. Auf jeden Fall sieht das Gefängnis schon ziemlich krass aus. Belohnung in Credits 125.000 plus mögliche 50.000 nochmal obendrauf. Also das ist von den Missionen her bisher die, wo wir die meisten Credits abgreifen können. Außerdem wird uns hier Belohnung angezeigt, unbekannt, denn das hängt noch davon ab, für wen wir uns denn gleich entscheiden werden. Wo ist Tosh? Er hätte doch eigentlich schon hier sein müssen. Er hat das Schiff schon verlassen. Ich dachte, Sie... Sir, wir haben eine eingehende Übertragung. Sie ist stark verschlüsselt. Stell durch. Sieh mal einer an. Der berüchtigte Jim Rayner. Mein Name ist Nova. Wir sollten uns unterhalten. Was sollte mir einer von Mengsks Lieblingsghosts zu sagen haben? Tosh belügt euch. Matt, hol Tosh in die Leitung. Ich bin mir sicher, dass er sowieso schon zuhört. Verschlüsselung hin oder her. Wir Phantome sind die Zukunft. Du hast es einfach nicht verkraftet, Kleiner. Jeder zum Phantom konvertierte Ghost ist zum psychotischen Serienmörder geworden. Die, die ich erwischt habe, sitzen jetzt in Neu-Folsom. Hör nicht auf sie, Bruder. Hilf mir, die Phantome aus Neu-Folsom zu befreien und wir können Mengsk zusammen fertig machen. Tosh will seine Phantomkollegen reaktivieren, indem er die Substanzen benutzt, die ihr mit ihm gesammelt habt. Neu-Folsom ist voller psychopathischer Killer. Willst du die wirklich auf die Galaxis loslassen? Ich helfe dir gegen Mengsk und meine Leute genauso. Sie wird sich dir noch nicht mal anschließen. Er ist eine Psycho-Zeitbombe. Er steht dir treu zur Seite, bis er dir eines Tages ein Messer in den Rücken rammt. Das ist der Moment der Wahrheit. Entscheide dich. Ja, wir müssen uns hier für Tosh oder für Nova entscheiden. Nova ist übrigens nicht nur irgendein Ghost. Das ist nicht nur irgendein Charakter, der hier zufällig mal eingeführt wird. Nein. Nova sollte der Hauptcharakter eines eingestellten StarCraft-Shooters werden. Ich weiß gar nicht mehr, wann der entwickelt wurde. Das muss irgendwann nach StarCraft gewesen sein. Ich glaube, so Anfang der 2000er Jahre, 2002, 3, 4, so in dem Bereich. Der wurde irgendwann eingestellt. Es gab allerdings auch schon Trailer und sowas alles dazu. Und es wäre so cool gewesen, ein solches Spiel mit einem Ghost zu spielen. Aber leider, wie gesagt, ist es nie rausgekommen. Und wir haben ja vor einiger Zeit erfahren, dass Blizzard noch ein weiteres Spiel im StarCraft-Universum eingestellt hat. Und das regt mich schon ein wenig auf. Ich hoffe einfach mal, dass nicht noch mehr Spiele eingestellt werden von Universum oder die in Universen spielen, die ich liebe. Denn das, weiß ich nicht, bringt mich einfach ein wenig zur Verzweiflung.
So, wir werden uns zuerst wieder für den Weg entscheiden, den wir nicht wählen werden. Und das ist der Weg, in dem wir Nova helfen. Helfen Sie Nova dabei, die Phantom-Trainingseinrichtung auf Avernus zu zerstören und die Gefahr durch psychotische Amokläufe von außer Kontrolle geratenen Phantomen zu beseitigen. Nova wird Ihnen beibringen, wie man Ghosts ausbildet, wird sich Ihrer Sache aber nicht anschließen. Ja, und dann bekommen wir endlich Ghosts. Die haben drei Fähigkeiten. Sie können sich tarnen. Sie können taktische Nuklearraketen zum Abschuss freigeben. Und sie können in einen Scharfschützenmodus gehen. Da treffen sie einen Gegner per Fernschuss und verursachen eben 45 Schaden. Ja, deswegen helfen wir jetzt erstmal Nova. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie sehr du Manx kannst, Tosh. Wenn du und deine Phantome so blutrünstig seid, wie es sich anhört, bist du eine genauso große Bedrohung wie er. Wir sehen uns sehr bald wieder. Das wirst du bereuen, Bruder. Okay, Nova. Wie sieht dein Plan aus? Toshs Einrichtung für Phantome befindet sich auf der Avernus-Station. Wenn wir uns dort treffen, dann können wir sie für immer dicht machen. Die taktischen Daten werden jetzt hochgeladen. Okay. Hier will Tosh also seine Armee von Phantomen aufstellen. Ich habe drei Einrichtungen ausgemacht, die für seine Operation entscheidend sind. Unser erstes Ziel ist das Yorium-Lager. Als nächstes greifen wir die Terrazin-Tanks an. Und zum Schluss den Psi-Wellenform-Indoktrinator, den Tosh benutzt, um den Aktivierungsprozess der Phantome abzuschließen. Alles klar. Also, wenn wir alle drei Ziele ausschalten, ist Tosh aus dem Rennen. Beim Infiltrieren kennt sich niemand besser aus als Tosh. Er kennt alle Tricks. Den Großteil seiner Verteidigungsvorrichtungen kann ich durchbrechen. Aber ich brauche Unterstützung, wenn ich durch alle durchkommen will. Und was ist mit Tosh? Überlass ihn einfach mir. Ich habe die Landezone für deine Truppen freigemacht. Dann kann die Party ja losgehen. Sehr cool. Ein Ghost für alle Fälle und auch in der Mission spielen wir Nova, also eine Heldeneinheit. Kommt ja in StarCraft 2 Wings of Liberty selten genug vor, deswegen ist das für mich eine willkommene Abwechslung. Und ich habe auch die Mission, die wir mit Tosh spielen können, das wäre die dann auf Neu-Folsom, die habe ich auch cool in Erinnerung. Nova, Attentäterin der Liga. Sie ist dauergetarnt. Und sie kann feindliche psionische Einheiten auf dem Radar sehen. Auch gut. Okay, los geht's. Haltet die Augen offen, Jungs. Tosh könnte ein paar üble Überraschungen für uns auf Lager haben. Das könnte er in der Tat. Zerstören Sie das Yorium-Lager, Terrazin-Tank und den Psi-Indoktrinator. Wir haben ja relativ viele Truppen und das Gute ist, wir haben unsere Sanitäter ja auch abgegradet. Gehen wir mit Nova mal erstmal hier lang. Siehst du den Marodeur da drüben? 50 Credits, dass ich ihn von hier aus treffe. Na, das dürfte dir wohl kaum schwer fallen. Feuert eine mit Psi geladene Kugel und verursacht 125 Schaden. Holy shit. Ist klar. Wow. Laut und deutlich. Und das kostet ja noch nicht mal. Das kostet noch nicht mal Energie. Ja, Nova ist schon ziemlich krass. 30 Schaden macht sie mit ihrem normalen Schuss. Das krieg ich hin. Da oben haben wir einen. Wird gemacht. Der könnte problematisch werden. Das ist ein Raketenturm. Gehen wir mal mit unseren Leuten hier vor. Da ist ein Bunker. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich den kaputt machen soll oder nicht. Wir versuchen mal eben mit Nova hier lang zu gehen. Schon erledigt. Okay. Ich stecke hier fest. Könnt ihr einer jungen Dame mal kurz aus der Klemme helfen und diese Typen auf der Klippe ausschalten? Wird gemacht, Nova. Oh, das war doch okay. Das haben wir relativ unbeschadet überstanden. Da sind noch ein paar Marines von Tosh. Aber kaum der Rede wert. Bei dem Tor hier brauche ich mal deine Hilfe, Nova. Entspann dich. Ich muss nur die Torsteuerung auf der anderen Seite zerstören. Easy. Und jetzt können wir Nova nehmen. Nova hier. Die Türsteuerung zerstört und dann können wir sie auch heilen. Und dann geht's weiter. Das ist übrigens jetzt hier noch nicht die ganze Map. Das ist nur das Yorium-Lager. Ganz einfach. Weiter geht's.
Durchgeladen und entsichert. Bitte bestätigen. Ich höre. Ich fand sie immer als Charakter cool. Vor allem gibt es sie auch in anderen Blizzard-Spielen. Also in Heroes of the Storm gibt es sie zum Beispiel. Da spielt sie eine Rolle. Mach mal den weg. Bitte bestätigen. Das kriege ich hin. Wird gemacht. Wie bitte? Sehr, sehr gut. So, jetzt geht's hier weiter. Schon was ist denn hier oben? Rein geschäftlich. Okay. Verstanden. Unterwegs. Ist klar. Laut und deutlich. Bin unterwegs. Das kriege ich hin. Wird gemacht. Schon ich zieh mal den Marodeur ein bisschen. Rein geschäftlich. Verstanden. Sehr schön. Sie können wir ja wieder heilen, von daher ist das kein Problem. Ich will halt mal ein bisschen mit ihr rumspielen. Also mit ihrer Figur. Moment, das klingt auch falsch. Ihr wisst, was ich meine. So. Raketentürme zerstören. Der größte Feind eines Ghosts. Da haben wir auch noch einen. Bin unterwegs. Vorsicht, da oben ist ein Belagerungspanzer. Wenn ich nah genug herankomme, kann ich die Besatzung telepathisch kontrollieren. Ja, Kontrolle. Übernimm Kontrolle über die Zieleinheit. Kontrolle hält an, bis die kontrollierte Einheit zerstört wird oder Nova sie freilässt. Die hat halt schon ziemlich heftige Fähigkeiten. Wir holen uns jetzt mal den Panzer. Und der Panzer zerstört hier mal ein bisschen was. Wir zerstören außerdem den Raven. Können wir nicht. So. Na los, kommt! Sehr schön. So, jetzt holen wir uns mal den Panzer. Den können wir mitnehmen. Bitte bestätigen. Was haben wir denn hier noch? Oh! Phantome, überlass sie mir. Wird gemacht. Nicht gut. Schon erledigt. Und down. Verstanden. Da oben ist noch ein Phantom. Unterwegs. Natürlich viel schwächer als Nova. Sie ist eine der stärksten Ghosts überhaupt. Erledigt. Jetzt müssen wir hier oben ganz leicht zum Iorium-Lager kommen. Das ist ja dieses besonders seltene Mineral, was wir in manchen Missionen auch sammeln können. Da. Wie bitte? Oh je. Gib mir diesen Battlecruiser. Boom. Und wir zerstören das Iorium-Lager. Das war's. Gute Arbeit, Jungs. Unser nächstes Ziel sind die Terrazin-Tanks. Ich werde eine Landezone für euch freiräumen. Macht euch bereit! Ich find's immer noch witzig, dass er mich immer noch Bruder nennt. Und wie ihr seht schon, das ist eine äußerst, also eine definitiv größere Karte hier. Terrazin-Tanks, hier gibt es drei Ghosts, Phantome. Ich hab was gesehen! Wir sollten den Platz hier einfach mit automatischen Geschütztürmen pflastern! Damit finden wir sie schon! Laut und deutlich. Drei Phantome. Den Raven könnten wir aber auch befehligen. Unterwegs. Ich höre. Sie suchen eine Rakete, Verteidigungszone, automatische Geschütze. Den können wir auch benutzen. Nova hier. Bin unterwegs. Verteidigungsdrohne schießt mit einem Laser feindliche Projektile ab, kann keine speziellen. Wir können aber die Rakete einsetzen. Wie bitte? Schiff benötigt Unterstützung. Boom. Klar. Landezone gesichert. Du kannst mit dem Anflug beginnen, Jim. Und sieh zu, dass sie dieses Tor aufkriegen. Die Zeit läuft uns davon.
Ah ja, Gott sei Dank haben wir Rächer. Und wir haben auch einen eigenen Raven. Dann brauchen wir den wohl nicht mehr. So, wollen wir mal gucken, was die Rächer hier zu tun vermögen. Okay. Schießen Sie los! Nur zu! Ich würde mich ungern mit dem anlegen da. Oh, sehr geil, das hat gut funktioniert. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts, was uns Probleme bereiten könnte. Was ist das Ziel? Die Rächer dürften keine Probleme mit den Marines haben. Tu es auf. Lass es krachen, Jungs. Da vorne haben wir einen. Nova hier. Ein Bunker? Wird gemacht. Wasjak, ich höre. Bank, ich höre. Wie bitte? Und Feuer. Perfekt. Schon erledigt. Rein geschäftlich. So, weiter nach oben. Verstanden. Rein geschäftlich. Da ist noch ein Panzer. Unterwegs. Ist klar. Ich sehe hier nirgendwo einen Detektor. Das ist für uns dann natürlich die perfekte Möglichkeit. Bitte bestätigt. Den hätte ich eigentlich gerne. Eigentlich hätte ich den gerne übernommen. Unterwegs. Bin unterwegs. Das kriege ich hin. Und zwei von denen sind schon mal ausgeschaltet. Die wussten überhaupt nicht, was passiert. Sehr, sehr lustig. So, wie wäre es denn mal, wenn wir die jetzt einfach so. Ich höre. Easy. Bin unterwegs. Perfekt. Nova hier. Weiter schon geht's. Erledigt. Raven, flieg mal voraus, Raven. Wir gucken, was hier oben ist. Aha. Wie bitte? Da oben ist ein Phantom. Ist klar. Der ist weg. So, nehmen wir als nächstes die Rächer. Ah ja. Perfekt. Eigentlich müsste sie jetzt so hier durchkommen. Statusbericht? Wir probieren das mal. Wir gehen jetzt mal hier hin. Jetzt müsste sie den Bunker angreifen können. Nuklearer Abschuss festgestellt. Wo? Ich habe ein Geschenk für dich, Reno. Fang besser schon mal an zu laufen. Wo? Der Tod kommt von oben. Bitte bestätigen. Okay, das war knapp. Ich höre. Rein geschäftlich. Was springt dabei raus? Statusbericht? Verstanden. Nein. Was liegt an? Bitte bestätigen. Der Tod kommt von oben. Nova hier. So, da ist das Phantom, was sie abgeschossen hat. Sehr gut. So, jetzt können wir Nova wieder dazu holen. Unterwegs. Genauso wie unsere Panzer. Noch haben wir zwei Phantome hier. Scanne Kampfbedingungen. Unterwegs. Wie bitte? Ist klar. Laut und wo führt deutlich. Das hier oben hin? Bin aha. Unterwegs. Wird gemacht. Nuklearsilo. Oh, sehr gut. Nova hier. Sehr gut. Schon erledigt. 8 Sekunden Abklingzeit ist natürlich für so eine starke Fähigkeit auch nichts. Wie gesagt, kostet ja nicht mal irgendwie Psi-Energie. Schon echt merkwürdig, dass es so mächtig ist. Rein geschäftlich. Verstanden. Hacken. Wir gehen mit dem mal hier rüber. Wie bitte? Da ist noch einer.
soll ich? Einsatzbefehl. Fürchte den Tod. Warum nicht? Schon unterwegs. Los geht's. Ah ja, da drüben. Jetzt müssten wir aber eigentlich, warte mal. Wir müssten ihn gleich sehen können. Ist klar. Von wo aus, ist die Frage. Wie kommen wir an den ran? Sie scheint ja irgendeine Möglichkeit zu sehen. Aber warte mal, wir können auch einfach so machen. Ich schicke noch einen Raven runter. Danke. Einsatzbefehl. Sofort. Na, hacken wir das Ding erstmal. Gib mir Deckung, während ich mich in dieses Nuklearsilo reinhacke. Sollte eigentlich nur... Einen Moment. Bingo. Nova hier. Perfekt. Wie bitte? So. Das kriege ich hin. Bin unterwegs. Viel Spaß, Phantom. Kriegen wir noch einen Nuke? Befürchte nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier finden. Vermutlich sehr viel. Ich nehme mal an, ich hätte den Nuke hierfür gebraucht, ich Idiot. Statusbericht? Rein geschäftlich. Wobei, das geht sogar. Das ist gar nicht mal so schlimm. Lauter! Nur zu! Was ist das Ziel? Wann geht's los? Ich höre. Was jagen wir hoch? Wie bitte? Verstanden. Easy peasy eigentlich. Einsatzbereit. Bitte bestätigen. Wird gemacht. So, wir haben's. Der Tod kommt von oben. Hier. Den Terrazin-Tank zerstören. Sehr gut. Perfekt. Warum hast du das jetzt gemacht? Du strapazierst meine Geduld. Strapazierst meine Geduld sehr. Gute Arbeit, Jim. Einer noch. Der Psi-Indoktrinator wird schwer bewacht. Eine Nuklearrakete wäre die sicherste Methode. Immer. Wenn man nicht mehr weiter weiß, einfach einen Nuke zünden. Die Luftkavallerie ist eingetroffen. Gebt uns ein Ziel. Rein geschäftlich. Aha. Verstanden. Unterwegs. Ich hab eine Idee. Laut und deutlich. Gib mir den Panzer. Schießen Sie los! Der wird da nicht umsonst stehen. So, sehr schön. Wir haben Banshees und Vikings. Lauter! Nova hier. Bin unterwegs. Müssen nur gucken, wie wir sie nutzen Wird können. Gemacht. Schon erledigt. So, was haben wir denn da oben? Da ist noch ein Viking. Ja? Turbinen auf volle Kraft. Schon erledigt. Kein Problem. Ja, die müssen über diesen Kran immer rum. Das ist ein bisschen nervig. Bestätigt. Da haben wir einen Raketenturm. Bitte bestätigen. Was haben wir hier oben? Das krieg ich hin. Es gibt auf jeden Fall zwei Wege hier. Ich oh. Ist klar. Okay, den Raven müssen Laut wir ausschalten. Bin unterwegs. Das krieg ich hin. Ich höre. Der muss weg. Was gibt's? Statusbericht? Da ist noch ein Raven. Wie bitte? Raussnipen. Oh! Tosh hat hier Zerg. Das ist ja interessant. Was will er mit den Zerg? Nein. Bitte bestätigen.
Die haben ja nur 52. Warum haben die nur 62 Leben? Verstanden. Warte mal. Ich weiß nicht, warum die nur 62 Leben haben. Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, das Problem ist, ich hatte, weil ich die eine Mission nochmal gespielt habe, habe ich das auf moderat gestellt, damit es halt möglichst einfach ist. Ich glaube, ich habe das nicht umgestellt. Aber das ist nicht so wild. Nova hier. Oh. Was ist das Ziel? Oh. Bitte bestätigen. Rein geschäftlich. Verstanden. Gib mir den Ultralisken. Ich höre. Aber sowas unterwegs. Von. Durch da. Perfekt. Baller dich da mal weiter durch, mein Freund. Laut und deutlich. Eventuell möchte ich jetzt noch den Tor haben. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Schade, sie haben ihn tatsächlich getötet, aber das macht nichts, denn ich habe ein Tor. So. Aber wir müssen sowieso jetzt erstmal noch hier lang. Wir haben da zum Beispiel noch einen... ein Phantom. Sehr gut, und hier hinten ist auch noch ein Phantom. Dann haben wir die Mission geschafft sogar schon. Naja gut, wenn man die Mission auf moderat spielt, dann ist sie auch nicht schwer. Ich Idiot. Aber bei der Mission mit Tosh werden wir es dann merken, wenn wir es umstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mission auf schwer so leicht ist. Bin unterwegs. Bitte bestätigen. Ich meine, wir haben ja kaum eine Einheit verloren und nichts. Ich höre. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Was soll ich machen? Den Raven können wir abschießen. Perfekt. Wie bitte? Nova. Laut und deutlich. Nuklearer Abschuss festgestellt. Oh. Das kriege ich hin. So langsam werdet ihr mir lästig. Warum stirbt ihr nicht einfach? Wird gemacht. Schon erledigt. Weil das langweilig wäre. Verstanden. Unterwegs. Ist klar. Laut und deutlich. Sehr schön. Dann snipen wir den. Weil eigentlich können wir jetzt gerade alle wegschießen hier. Bin unterwegs. Das kriege ich hin. Deswegen sind die auch alle so leicht. Guckt euch mal an, wie wenig Leben die haben. Wird gemacht. Das erklärt echt einiges. Das erklärt alles. Schon erledigt. Rein geschäftlich. Verstanden. Und jetzt rein da. Nova hier. Zerstört. Ipsi-Indoktrinator und damit ist Tosh erledigt. Wir sind noch nicht fertig. Du wirst mich wiedersehen. Und zwar bald. ...19 Minuten, ein Ghost für alle Fälle. Hier steht auch leider nicht die Schwierigkeit, oder? Ich sehe sie hier nirgendwo, aber werden wir gleich sehen. Fortfahren. Was wird Tosh tun? Wie wird er entgegnen? Brücke der Hyperion, 1.53 Uhr. Eingehende Übertragung. Es ist Tosh. Hat ja nicht lange auf sich warten lassen. Auf den Schirm. Soll das etwa ich sein? Dafür, dass du mich verraten hast.
Du bist ein Drecksack, Tosh. Typen wie dich habe ich mein ganzes Leben lang bekämpft. Du und ich, wir sind doch beide gleich. Wir würden beide alles tun, um ein Ziel zu erreichen. Nein, du kapierst es einfach nicht. Und das wirst du auch nicht mehr. Was willst du denn machen, Mann? Ich bin 6 Lichtjahre weit weg. Ich nichts. Eiskalt und effizient. Erinnert mich an jemanden, den ich mal gekannt habe. Zum Glück bist du nicht hinter mir her. Zumindest nicht heute. Wir sehen uns, Jim. Lernst du eigentlich auch mal normale Frauen kennen? Der arme Tychus.